So, herzlich willkommen zu unserem nächsten Termin. Es ist jetzt schon der 10. und das Thema sind ja, DSG-Modelle. So eine der, sag ich mal, Hot Topics in der aktuellen Ökonomie. Um es ein bisschen breiter zu fassen, habe ich die Session explizit genannt von RBC to DSGE, Elemente des modernen Mainstreams. In dem Sinne, dass wir lernen werden, dass DSGE-Modelle quasi eine erweiterte, stark modifizierte Version von sogenannten RBC-Modellen sind. Und Elemente des modernen Mainstreams, weil sie einfach in der Makroökonomie im Moment eine absolut zentrale Rolle einnehmen und deswegen völlig unabhängig davon, ob wir die Modelle selber verwenden wollen, wenn wir uns einfach irgendwie für Wirtschaftspolitik interessieren, dann müssen wir einfach irgendwie ein realistisches Bild davon haben, wie diese Modelle aussehen, was sie ausmacht, wie sie funktionieren, weil sie einfach so stark verwendet werden, immer wenn es um wirtschaftspolitische Diskussionen geht. Und demzufolge kommt man eigentlich um diese Modelle, ganz egal, was man davon halten will, nicht wirklich rum. Sie sind anders als die Modelle, die wir bisher kennengelernt haben, in dem Sinne, dass wir ja bisher uns vor allem mit Wachstumsmodellen beschäftigt haben. Und Wachstumsmodelle hatten ja vor allem das Ziel, langfristige Wachstumstrends zu erklären in einer Ökonomie. Wovon wir sehr stark abstrahiert haben, sind so kurzfristige ökonomische Schwankungen, also diese typischen Booms und Busts, also eine Rezession zum Beispiel. Also alles das, was wir gemeinhin unter Business Cycles bezeichnen, also kurzfristige Fluktuationen um einen langfristigen Trend herum. Und Wachstumsmodelle waren eben besonders interessiert an diesem langfristigen Trend. DSGE-Modelle und insbesondere RBC-Modelle, Real Business Cycle-Modelle, sind, wie der Name schon sagt, daran interessiert, auch diese kurzfristigen Schwankungen zu erklären oder insbesondere auch diese kurzfristigen Schwankungen zu erklären. Und das erklärt auch, warum sie so beliebt oder notwendig sind in der aktuellen Politikberatung, weil sie sich halt auch mit den kurzfristigen Implikationen von Politikmaßnahmen beschäftigen und damit, wie Politikmaßnahmen unmittelbar wirken. Das heißt, sie sind natürlich für politische Spieler, wie jetzt Regierungsvertreterinnen oder die Zentralbanken von enormer Bedeutung und in der täglichen Praxis wahrscheinlich noch von größerer Bedeutung als die Wachstumsmodelle für die lange Frist, die wir bisher kennengelernt haben. Okay, nach dieser Vorlage starten wir nochmal und ich möchte hier mit einigen Zitaten einsteigen, um so die Rolle von DSGEs heute ein bisschen klarer zu machen. Das hier ist ein Zitat aus einem von den Papern, was ich auch hochgeladen habe. Hier steht: The outcome of any important macroeconomic policy change is the net effect of forces operating on different parts of the economy. A central challenge facing policymakers is how to assess the relative strength of those forces. Relativ klar, wenn Sie als Politikerin oder Politiker eine Politik umsetzen wollen, dann hat die wahrscheinlich in ganz vielen Bereichen einen unmittelbaren Einfluss. Ja? Eine Änderung in der Unternehmensbesteuerung hat auf der Unternehmensebene, auf der regionalen Ebene, auf der nationalen Ebene Implikationen. Und so die Kunst ist es ein bisschen, diese ganzen Implikationen irgendwie zu verstehen und die verschiedenen Mechanismen, die vielleicht auch in unterschiedliche Richtungen laufen, angemessen bei der Entscheidung zu berücksichtigen. Das ist natürlich irgendwie ziemlich tricky. Aber zum Glück. Economists have a range of tools that can be used to make such assessments. Dynamics, Stochastic, General Equilibrium, DSGE models are the leading tool for making assessments in an open and transparent manner. Ja? Damit wird, glaube ich, die Selbstwahrnehmung von den Leuten, die diese Modelle verwenden, sehr gut dargestellt, nämlich dass die DSGE-Modelle sozusagen einfach das Tool in der Makroökonomie sind, was Politikmacherinnen verwenden sollten, um in der transparenten Art und Weise darüber nachzudenken, welche Folgen ihre Politikmaßnahmen haben. Vielleicht noch eine kurze Einordnung an dieser Stelle, wie dieses Paradigma, könnte man eigentlich fast sagen, entstanden ist. Ne? DSGE-Modelle könnte man als Repräsentanten oder heutige moderne Repräsentanten der sogenannten neuen Klassik verstehen. Die neue Klassik ist ein Ansatz, insbesondere in der Makroökonomik, die sich in den 1970ern entwickelt hat.
Damals, auch aufgrund der großen ökonomischen Krisen, ist ja das damals dominante wissenschaftliche Paradigma der Keynesianismus in Verruf geraten, weil man davon ausging, dass seine Vorhersage oder seine Politik Implikationen zu Phasen der Stagflation geführt haben, also Stagnation und Inflation zusammen. Und ein großer Kritikpunkt daran war, dass viele von den Modellen reine Makromodelle waren, die die Mikroebene nicht berücksichtigt hat, die nicht berücksichtigt hat, dass Personen rational sein können, antizipieren können, was Politikerinnen mit Maßnahmen erreichen wollen, und deswegen fehlgeleitete Politikimplikationen mit sich bringen. Insbesondere die Tatsache, dass das Geldangebot erhöht wird, ist natürlich etwas, was oder was Vertreterinnen der neuen Klassik gesagt haben. Da wird das Geldangebot erhöht, aber gegeben die Quantitätsgleichung des Geldes sollte das eigentlich den Wert des Geldes auch reduzieren und rationale Individuen antizipieren, was Politikerinnen damit anstellen wollen, wenn sie die Geldmenge erhöhen, und sie antizipieren auch, dass diese Erhöhung der Geldmenge und das mehr Geld, was sie dann in der Tasche haben, nicht Ausdruck von realökonomischen Produktionsprozessen sind oder realökonomischen Prozessen, sondern ausschließlich zurückzuführen sind auf diese politische Maßnahme, der aber, wie gesagt, die realpolitische Grundlage fehlt. Und deswegen antizipieren Sie sozusagen, dass hier eigentlich sozusagen zu viel Geld hergestellt wird. Und dementsprechend reagieren Sie auch darauf, dass Sie weniger viel ausgeben, dass Sie Ihr Verhalten entsprechend adaptieren und dass die Folge, die man sich erhofft hat durch diese Maßnahme, nämlich stärkere ökonomische Aktivität, nicht zustande kommt, weil die rationalen Individuen eben in die Zukunft schauen und sagen, es fehlt die Grundlage. Das heißt, was man hat dann nicht die ökonomische Aktivität geboostet, man hat nicht die Arbeitslosigkeit reduziert. Alles, was man letztendlich am Ende damit gemacht hat, ist, dass man die Inflation erhöht hat und somit auch in der Ebene der Stagflation gekommen ist. Und dieser Vorwurf, ja, dass in den makrofokussierten keynesianischen Modellen, diese Mikroebene, insbesondere die Rationalität von Individuen nicht berücksichtigt wird hat, die hat dann dazu geführt, dass Ökonomen, voran insbesondere unter der Führung von Robert Lucas und Thomas Sargent, mitgemacht haben bei dieser Rational Expectations Revolution, die eine Antwort darauf ist, auf dieses mögliche Problem von keynesianischen Modellen, nämlich die Nichtberücksichtigung von der Rationalität auf der individuellen Ebene. Rational Expectations Revolution bedeutet, dass jetzt Modelle, ökonomische Modelle aufgebaut sein sollten auf Individuen, auf ein Bild von Individuen, wo Personen ihren Nutzen maximieren, und zwar nicht den aktuellen, sondern auch den zukünftigen. Das heißt, sie bilden rationale Erwartungen in die Zukunft. Das heißt, sie bilden Erwartungen, die konsistent sind mit dem wahren Modell, was die Dynamiken der Ökonomie bestimmt. Und alle makroökonomischen Modelle sollten mit dieser Idee, rationale Erwartungen zu modellieren, konsistent sein. Ja, das war diese Rational Expectations Revolution, und sie war die Antwort auf die sogenannte Lucas-Kritik an den rein makroökonomischen Modellen, wo er gesagt hat, wenn wir makroökonomische Modelle verwenden wollen, um Policy Implications abzuleiten, dann müssen diese makroökonomischen Modelle individuelle Rationalität berücksichtigen, und das geht nur, indem wir sie auf den rationalen Erwartungen aufbauen. Ja, damit ging einher ein völliger Switch des mathematischen Instrumentariums in der Makroökonomie, und das kann man schon durchaus als wissenschaftliche Revolution eigentlich bezeichnen. Auch wenn die neue Klassik sicherlich erweitert, auch aufgeweicht wurde, auch keynesianische Elemente wieder reingenommen wurde, ich denke, dass die Modelle, die damals entwickelt wurden, oder die Saat für diese Modelle, die damals gelegt wurde, durchaus die Kernelemente des modernen Mainstreams heute zumindest in der Makroökonomik ausmachen. Sprich, die DSGE-Modelle, die sich aus den RBC-Modellen, und die RBC-Modelle waren die ersten makroökonomischen Modelle, die diese Rational Expectations berücksichtigt haben, die sind heute, wie wir jetzt auch gerade in dem Zitat gesehen haben, Kernelemente der makroökonomischen Theorie. Die sind wirklich das, was man als den Mainstream bezeichnen würde. Das Interessante an diesen Modellen ist, dass sie auf der einen Seite wahnsinnig dominant sind, auf der anderen Seite aber auch wahnsinnig umstritten. Ja, es gibt ganz viele, die diese Modelle leidenschaftlich verteidigen, und es gibt aber auch wahrscheinlich ähnlich viele oder sehr viele zumindest, die diese Modelle massiv kritisieren.
Ich habe mal einen Kritiker rausgesucht, den man jetzt nicht so einfach im heterodoxen Bereich verorten würde, sondern jemand, der uns schon ziemlich gut bekannt ist von einem Modell, das wir schon diskutiert haben. Und ich habe jetzt hier was rausgesucht aus einem Interview mit ihm, wo er über die neue Klassik, also die Modelle im Sinne dieser Rational Expectations Revolution spricht. Ja? Und Robert Solow sagt: Suppose someone sits down where you're sitting right now and announces to me he's Napoleon Bonaparte. The last thing I want to do with him is to get involved in a technical discussion of cavalry tactics at the Battle of Austerlitz. If I do that, I'm tacitly drawn in the game that he is Napoleon. Now, Bob Lucas and Tom Sargent like nothing better than to get drawn in technical discussions, because then you have tacitly gone along with their fundamental assumptions. Your attention is attracted away from the basic weakness of the whole story. Since I find that fundamental framework ludicrous, I respond by treating it as ludicrous, that is, by laughing at it, so as not to fall into the trap of taking it seriously and passing on matters of technique. Ihr seht, Robert Solow ist kein großer Fan von TSG-Modellen und dem neuen Mainstream in dieser Hinsicht. Er steht, denke ich, repräsentativ für doch eine relativ große Opposition auch zu diesen Modellen. Und das ist, denke ich, so die Kernaufgabe, die wir uns vielleicht für diese Session stellen. Dass wir uns auf der einen Seite offen diesem Ansatz hingeben, uns mal angucken, wie das funktioniert, was so die Kernelemente von so einem Modell sind. Und auch wirklich in Anspruch entwickeln, die insofern zu verstehen, uns oder zumindest den Ansatz zu verstehen, die Rationalität und die Motivation zu verstehen, die Leute antreibt, die diese Modelle verwenden. Und zwar gleichzeitig jetzt auch nicht von diesem super schönen, super konsistenten Rahmen zu sehr blenden lassen, damit wir am Ende auch nochmal einen kritischen Blick darauf werfen können. Denn eins ist klar, ja, auch wenn Vertreterinnen von diesem Modellierungsansatz so gut wie wahrscheinlich niemand anders darin sind, zu vermitteln, dass sie das coolste Tool der Welt entwickelt haben. Eine Aussage ist mit Sicherheit falsch, nämlich die, dass es keine Alternativen zu DSG-Modellen gibt. Es ist eine Frage, auf welche Modelle man sein Judgment aufbaut, und um die Frage sinnvoll beantworten zu können, muss man die Modelle kennen, und das ist quasi die eigentliche Roadmap für diese Woche, zumindest was die DSG-Modelle angeht. Also sprich folgende Agenda: Wir gucken uns jetzt mal die Kernelemente von einem DSG-Modell an und versuchen, die Grundidee zu verstehen. Dann im nächsten Schritt gehen wir recht detailliert. Das ist auch nicht nötig, dass ihr da wirklich jede einzelne Formel versteht, aber trotzdem, damit wir einfach den Anspruch auch dem gerecht werden, das Ganze ernst zu nehmen, wir gehen relativ detailliert durch ein einfaches Real-Business-Cycle-Modell durch. Das sind die Modelle, die im Kern von DSG-Modellen immer noch vorhanden sind. Das heißt, es ist extrem hilfreich, quasi diese Gesamtidee DSG-Modell zu verstehen. Dann gucken wir uns kurz nochmal an, welche Rolle DSGE-Modelle in der Politikberatung spielen, setzen uns dann kurz mit typischen Kritikpunkten auseinander und rappen dann das Ganze ab in einem Abschluss und einem Ausblick insbesondere auf nächste Woche, wo wir uns dann eine mögliche Alternative zu DSGE-Modellen angucken, die durchaus existiert. Bis dahin aber viel Spaß mit den Modellen. Das, so viel kann ich versprechen, wenn man sich erstmal so ein bisschen reingedacht hat, eins stimmt auf jeden Fall, ob sie jetzt uns helfen, die große Erkenntnis zu kriegen oder nicht, aber wenn man sich mal ein bisschen reingedacht hat, dann macht das Rumbasteln an so einem DSG-Modell auf jeden Fall Spaß. Also, dann starten wir mal.